Das erste Additionstheorem werde ich mit komplexen Zahlen beweisen, das zweite dann ohne komplexe Zahlen. So, es soll Folgendes gelten: Cosinus von Alpha minus Beta ist nichts anderes als Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta plus Sinus von Alpha mal Sinus von Beta. So, Beweis. Es gilt, der Cosinus von Alpha kann geschrieben werden als 1/2 mal e hoch i Alpha plus e hoch minus i Alpha. Und der Sinus von Alpha kann geschrieben werden als 1 durch 2i mal e hoch i Alpha minus e hoch minus i Alpha. So. Im externen Video hatte ich mal den Zusammenhang von Cosinus Alpha plus Beta bewiesen und habe mit der linken Seite begonnen. Der Nachteil war da, dass ich dann mit 0 addieren musste irgendwann im Beweis und die 0 geeignet zusammensetzen aus komplexen Zahlen. Das möchte ich hier umgehen, indem ich mit der rechten Seite der Gleichung anfange. Ja? Also Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta plus Sinus von Alpha mal Sinus von Beta ist nichts anderes als, ich verwende die Definitionen an der Stelle, also einfach nur einsetzen. Ich formuliere den Cosinus von Alpha über die Definition. Also 1/2 mal e hoch i Alpha plus e hoch minus i Alpha. Ich formuliere Cosinus von Beta über die Definition. Also mal 1/2 e hoch i Beta plus e hoch minus i Beta. Jetzt addiere ich, formuliere Sinus über seine Definition. Also 1 durch 2i mal e hoch i Alpha minus e hoch i minus Alpha. Mal 1 durch 2i, dasselbe für den Winkel Beta. E hoch i Beta minus e hoch minus i Beta. So. Gut, 1/2 mal 1/2 ist sicherlich 1/4. Wir machen die eckige Klammer. Jetzt multiplizieren wir hier aus. Verwenden Potenzregeln. Also habe ich hier e hoch i Alpha plus Beta plus e hoch i Alpha minus Beta plus e hoch i Beta minus Alpha plus e hoch minus i, also minus ausklammern, Alpha plus Beta. So, hier machen wir die eckige Klammer zu. Jetzt addieren wir. Und zwar, wir verrechnen zunächst dieses 1 durch 2i mal 1 durch 2i. Ja, wie macht man das? Ja, wir verwenden hier dann die Definition von i Quadrat, nämlich minus 1. Und dann ergibt das hier nichts anderes als minus 1 Viertel. Ja? Also steht hier plus minus 1 Viertel mal das, was jetzt in der Klammer steht. Ja, dann multiplizieren wir genauso aus. Da steht da e hoch i Alpha plus Beta minus e hoch i Alpha minus Beta minus e hoch i Beta minus Alpha plus e hoch minus i Alpha plus Beta. So. Gut, nun ist es an der Zeit, diese eckigen Klammern loszuwerden, ja? Ja, das heißt, hier oben müssen wir 1/4 rein multiplizieren und hier unten minus 1/4 rein multiplizieren. Dann habe ich hier 1/4 e hoch i Alpha plus Beta plus 1/4 e hoch i Alpha minus Beta plus e hoch i Beta minus Alpha. Ja, schreiben wir so, durch 4 ist dasselbe wie das. Plus 1/4 e hoch minus i Alpha plus Beta.
So, und hier unten bekommen wir minus 1 Viertel mal e hoch i Alpha plus Beta. Minus und Minus ergibt Plus, also habe ich hier Plus 1 Viertel e hoch i Alpha minus Beta plus 1 Viertel e hoch i Beta minus Alpha und schließlich minus 1 Viertel e hoch minus i Alpha plus Beta. So. Wir sehen, die heben sich weg, die hinteren heben sich weg. So, was übrig bleibt, ist 2 mal 1 Viertel, also 2 mal 1 Viertel e hoch i Alpha minus Beta. Jetzt kann ich hier oben das Minus rausholen. Hier genauso. Ja. Dann steht auch da 2 mal 1 Viertel, ja, mal e hoch minus i Alpha minus Beta. So. Hier kann ich kürzen, dann habe ich hier 2 stehen. Ja. Und 1 halb kann ich ausklammern, dann steht hier e hoch i Alpha minus Beta plus e hoch minus i Alpha minus Beta. So, und jetzt schauen wir zur Definition zurück. Ja, und dann steht hier da, das hier ist nichts anderes als der Kosinus von diesem Winkel, der hier oben eingetragen ist. Ja, aber das steht doch genau hier. Also, der Winkel, was hier eingetragen ist, ist Alpha minus Beta. Also Kosinus von Alpha minus Beta. QED. Ja. Damit ist der erste Zusammenhang belegt. Den zweiten mache ich wie angekündigt ohne den Einsatz von komplexen Zahlen. Aber da müssen wir natürlich ein paar Resultate verwenden, die ich in externen Videos gezeigt habe. Wir wollen nachweisen, dass gilt Sinus von Alpha minus Beta ist gleich Sinus von Alpha mal Cosinus von Beta minus Sinus von Beta mal Cosinus von Alpha. So, Beweis. Es gilt erstens, der Cosinus von Alpha minus Beta, das haben wir gerade bewiesen, ist Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta plus Sinus von Alpha mal Sinus von Beta. Zweitens gilt Cosinus von Alpha plus Beta, das habe ich mal im externen Video nachgewiesen und mit der Seite begonnen, also genau umgekehrt wie gerade eben, ist nichts anderes als Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta minus Sinus von Alpha mal Sinus von Beta. Es gilt aber auch drittens, nämlich, das habe ich im Video Grundlagen zum Sinus und Cosinus anschaulich hergeleitet, dass nämlich gilt Sinus von Alpha ist nichts anderes als Cosinus von Alpha minus Pi halbe. Ja. Vier, auch in dem benannten Video Grundlagen zum Sinus und Cosinus bewiesen ohne den Einsatz von komplexen Zahlen. Sinus von Alpha plus Beta ist gleich Cosinus von Alpha mal Sinus von Beta plus Sinus von Alpha mal Cosinus von Beta. So, diese vier Zusammenhänge brauchen wir, sodass wir hier nicht mit komplexen Zahlen arbeiten müssen. Ja? Gut, ich fange an. Wir wollen das nachweisen, dass das gilt. Also fange ich mit der Seite hier an. Also Sinus Alpha minus Beta. Diese Differenz sehe ich erstmal als ein Winkel, nämlich Sinus von Alpha minus Beta. Gut. So. An der Stelle verwende ich 3, also diesen Zusammenhang hier. Kann jetzt schreiben, das ist nichts anderes als Cosinus von, naja, dem Winkel hier abzüglich Pi halbe. Jetzt kann ich hier das Assoziativgesetz für die Addition ausnutzen, denn jede Differenz kann ich als Summe schreiben. Ja? Also kann ich auch schreiben, das ist Cosinus von Alpha. Ich hole das Minus gleich raus, Minus Beta plus Pi halbe. Ja? Also wenn man so will, habe ich hier genutzt,
Alpha plus minus Beta plus minus Pi halbe ist Alpha plus minus Beta plus minus Pi halbe. Ja, also das ist zunächst egal, wo ich klammer. Das wäre das Assoziativgesetz. Und dann habe ich noch, dann war ich noch so frei, dass ich hier hinten das Minus noch rausgezogen habe. Ja, dann steht hier da Alpha minus Beta plus Pi halbe. Ja. Gut, also das hier weg. So, was können wir jetzt tun? Jetzt können wir ein Additionstheorem verwenden, nämlich das obere, nämlich 1. Also ich schreibe die rechte Seite. Also hier verwende ich Additionstheorem 1. Einfach abschreiben. Cosinus von Alpha mal Cosinus von Beta plus Pi halbe plus Sinus von Alpha mal Sinus von Beta plus Pi halbe. Ja. Gut. An der Stelle verwende ich 2 und 4, nämlich für die beiden Ausdrücke hier. 2 ist dieses Additionstheorem, also ich formuliere für den Cosinus das hier und für den Sinus formuliere ich das. Ja gut. Also lasse ich Cosinus von Alpha zunächst stehen, eckige Klammer, und jetzt formuliere ich das Additionstheorem. So, Cosinus von Beta mal Cosinus von Pi halbe minus Sinus von Beta mal Sinus von Pi halbe. Ja? So, jetzt lasse ich den Sinus von Alpha stehen, also Klammer, Klammer. Und jetzt formuliere ich dieses Additionstheorem, das vierte. So, Cosinus von Beta mal Sinus von Pi halbe plus Sinus von Beta mal Cosinus von Pi halbe. So, Cosinus von Pi halbe ist natürlich 0, ja. Sinus von Pi halbe ist 1. Ja, was bleibt übrig? Oben in der ersten Zeile Cosinus von Alpha mal ja, minus Sinus von Beta. Und unten bleibt plus Sinus von Alpha mal Cosinus von Beta. Jetzt kann ich noch ein bisschen ordnen. Das Minus kann ich vorziehen. Dann steht da Sinus von Alpha mal Cosinus von Beta minus ja, Sinus von Beta mal Cosinus von Alpha. Ja, dann steht jetzt auf der linken Seite das hier. Auf der rechten Seite das, ja. Und damit können wir den Beweis abschließen, QED, das Additionstheorem gilt. Gut.